Mahlzeit, mein Name ist Balfour und herzlich willkommen wieder zu dieser sehr besonderen Aufnahme bzw. Konglomerat. Ist es jetzt mittlerweile das dritte Genghis Khan Video, was ich mir heute angucke, denn ich habe heute Geburtstag und ich habe mir etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Insgesamt gibt es 5 Genghis Khan Videos, die ich heute reacte und ja, was soll ich sagen? Es reicht vom deutschen Schlager von 1979 bis hin zu The Who. Eine Metal-Version ist dabei, eine andere noch, ein Remake und etc. Alle Videos verlinke ich euch unten in den Panels und dort ist natürlich auch relativ viel zu mir, zu meinem Twitch-Kanal, zu meinen anderen YouTube-Kanälen etc. Möglichkeiten, wie ihr mich unterstützen könnt mit dem Projekt und so weiter und so fort. Wenn ihr alle Videos durchguckt, möchte ich mich auch gerade gar nicht so lang fassen, sondern einfach direkt einsteigen mit dem nächsten Video. Das ist, oh, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, von Bazorik Vancik. Ich kann leider die Sprache nicht so gut. Ich hoffe, ich habe es nicht zu schlimm ausgesprochen und Genghis Khani heißt das, also beziehungsweise Genghis Khan auch. Und ich hoffe, es fliegen keine Steine in meine Richtung jetzt nach meinem Kauderwelsch, was ich gerade von mir gegeben habe, aber ich wünsche euch trotzdem jetzt viel Spaß mit dem Video. Zu ihm habe ich auch schon ein Reaction 2 Video gemacht, das findet ihr auch in meiner Playlist. Dort hat er mit schottischen oder irischen Trommlern zusammen ein Lied gemacht, auch wieder sehr bildgewaltig, wie man hier auch sieht, auch wieder sehr schöne Landschaftsaufnahmen, wie bei, übrigens ist mir auch mittlerweile aufgefallen, sehr, sehr vielen mongolischen Künstler, also diese. Entweder ist es ein besonderer Stolz auf die Heimat oder es auch einfach diese Bildgewaltigkeit der Natur ist echt immens. Also das fällt mir jetzt, wo ich häufiger Sachen aus der Mongolei reacte, immer wieder auf. Die Kulissen und das, was im Hintergrund ist, ist einfach bombastisch. Ja, so, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Lied. Heute oder in dieser Variante weniger mit Hu und Ha. Das ist in den anderen Liedern. Jetzt geht es tatsächlich mit eher traditioneller Musik, würde ich sagen, weiter. Finde ich schon mal hierhin sehr, sehr cool. Sehr reduziert das Ganze, nicht großartig inszeniert, also bis auf dem Hintergrund natürlich. So wie es mir scheint, er plus ein Kameramann, vielleicht noch ein Tontechniker. Er sitzt ja auf so einem Felsen. Ne? Das ist, ich glaube nicht, dass hier so das beste Plateau ist, um groß aufwendige Filmaufnahmen zu machen. Da gibt es bestimmt auch einen Weg hoch, aber es ist, ich möchte nicht wissen, wie viele Höhenmeter das sind, gerade ich, der ein bisschen unter Höhenangst leidet. Wir gehen jetzt wieder zurück zu 44. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr, sehr reduziert und dadurch auch, finde ich, äußerst aussagekräftig. Also es vermittelt einfach was. Man lässt sich nicht durch viel ablenken, durch besonderen Schnitt, hochinszenierte Grafiken oder so etwas, sondern hier hat man tatsächlich einen Mann mit seinem Instrument, der ein Lied darstellt, performt, singt. Da wird man nicht abgelenkt, da weiß man tatsächlich, worum es hier geht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob noch was kommt. Ich kenne das Video tatsächlich nicht komplett. Ich habe es nur einmal kurz reingeklickt, um zu gucken, ob es einmal so einen ganz kleinen Eindruck zu bekommen. Deswegen kann ich noch nicht sagen, eigentlich ist es sogar ein richtiges Reaction-to-Video, fällt mir gerade mal ein, weil ich tatsächlich nicht den kompletten Inhalt kenne. Ich kenne auch dann den Song nicht. Ich weiß nicht, ob es da noch Höhen und Tiefen gibt. Ich bin da tatsächlich gespannt. Die anderen Genghis Khan-Lieder kenne ich alle. Das hier noch nicht. Also,
Lass uns mal weiterschauen. Boah, richtig gut, richtig gut. War schon ordentlich gut. Ja. Also der Kameramann wackelt relativ viel. Hört, ich möchte nichts Böses sagen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob er nicht so professionell ist oder ob das tatsächlich, ich kann den Künstler jetzt nicht, weiß nicht, ob da eine Plattenfirma oder irgendwas hintersteht, zu dem Zeitpunkt, wo er das gedreht hat. Sieht mir tatsächlich ein bisschen aus nach, ich nehme jemanden mit, der das filmt, wie ich hier performe, so ganz auf ganz einfache Art und Weise, weil der Kameramann doch relativ viel wackelt und auch beim Ransoom ist mir das gerade aufgefallen, da zoomt er ran und muss dann erst die Perspektive richtig ändern für die Nahaufnahme. Ich sage jetzt mal pauschal, erfahrene Kameramänner machen das erst und zoomen dann ran. Weil erst ranzoomen und dann ausrichten ist nicht so optimal. Ich, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Kann sein, dass ich mich irre. Habe ich schon in ein paar anderen Videos. Wenn ja, berichtigt mich einfach gerne. Da möchte ich auf jeden Fall keine Fake News verbreiten. Aber es scheint eher wie so ein minimales Projekt gerade hier zu sein. Ah, hier, ich weiß gar nicht. Das sieht aus wie eine Stadt. Ich gucke mal zwischendurch immer auch oben auf meinen Bildschirm. Da sehe ich das etwas größer. Eine Zeltstadt oder eine richtige Stadt hier? Das könnte sein. Ich habe da tatsächlich nicht den Blick für. Da ist auch eigentlich egal. Trotzdem sehr beeindruckend hier. Und man muss trotzdem erstmal da hochklettern. Also alle Achtung. Ja, das ist jetzt auch sowas, wo einfach rangezoomt wird. Ah, hier unten sind doch Bauten. Das sieht aus wie, als wenn das eine Stadt gewesen wäre. Hier sind doch definitiv ein paar Bauten. Also ist nicht irgendwo im Niemandsland. Ja. Ja, doch, das sind definitiv Gebäude. Das, da, genau, hier. Das ist auf jeden Fall eine weiße Hausfront. Und okay. Krasser Ton jetzt gerade. Das hört sich zwischendurch an, so wie so Vogelgezwitscher, sage ich fast. Ich vermute mal, dass das hier mit seiner Hand, wenn er über die Seite streicht, dass das passiert. Aber es hört sich zwischendurch echt an wie Vogelgezwitscher. Finde ich aber gut. Ich finde es auch wahnsinnig interessant, was man, also wie trotz nur zwei Seiten, was man da für Melodien mitspielen kann oder wie relativ breit gefächert das Spektrum ist, hätte ich nicht gedacht. Sonst geht das Instrument, finde ich, ja ganz häufig in vielen anderen Instrumenten unter, aber jetzt so als Herausnahme finde ich schon cool. Vielleicht ist auch tatsächlich irgendwo ein Vogel im Hintergrund, dass das gar nicht von seinen Händen stammt.
Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Gerade hat man auch hier zwischendurch einmal kurz den Wind wehen hören. Kann natürlich sein, dass dann der Originalton jetzt genommen wird und es dann tatsächlich irgendwo ein Vögelchen im Hintergrund zwitschert. Fände ich sehr sympathisch. Fände ich wirklich sehr sympathisch. Wahrscheinlich versucht der Tontechniker gerade das Vögelchen wegzujagen oder so. Und das versucht wahrscheinlich irgendwie nach der. Ich habe da gerade so Bilder im Kopf. So, ne, denke ich mir jetzt tatsächlich noch aus. Ne? Die sind da hochmarschiert, hatten ein bisschen Hunger, haben gesagt: Okay, komm, bevor wir jetzt hier musizieren, essen wir und trinken mal was. Haben ein bisschen gekrümmelt und da ist jetzt so ein Vögelchen, das will jetzt die Brotkrumen aufpicken. Und der Tontechniker verjagt das jetzt gerade, währenddessen die hier spielen. Also, ich habe da gerade tatsächlich so einen richtigen Film im Kopf. Also sogar dieses Genghis Khan, das verstehe sogar ich als jemand, der keine Ahnung von der Sprache hat. Den Text näher müsste ich mir nochmal in aller Ruhe angucken mit eingeblendeten Untertitel, ob das dann auch in der Übersetzung, das ist ja immer ein bisschen schwierig, auch dann Sinn macht. Aber ich bin tatsächlich immer gespannt. Das werde ich, nachdem ich die ganzen Videos gemacht habe, mir mal mit Untertitel, Übersetzungen, die Lieder nochmal angucken und mal gucken, wie weit die Texte tatsächlich auseinander liegen. Also, was da genau von Genghis Khan besungen wird. Ich mag dieses Timbre, diese Ton total. Hat schon fast was Meditatives. Finde ich richtig cool. Da wird man auch direkt weitergeleitet auf andere Bilder von ihnen. Und man kann ihn abonnieren. Deswegen klickt auch noch diesen Originalkünstler. Schaut euch das Video an. Lasst ihm ein Like da, wenn euch das gefällt. Guckt andere Videos von ihm. Ja, und das war soweit mein drittes Video für heute. Ich werde jetzt gleich direkt weitermachen mit dem nächsten und ich wünsche euch viel Spaß beim Durchklicken. Wie gesagt, die anderen Videos findet ihr auch unten im Infopanel. Viel Spaß, ich bin raus, euer Balfemore. Ciao!